Peace Leute, was geht ab und willkommen zu meinem neuen Video. Heute werde ich euch den besten Sleeper in The Crew 2 vorstellen. Wer nicht weiß, was ein Sleeper ist, das ist einfach ein Auto, das von außen eher so unscheinbar aussieht, aber richtig viel Leistung hat. Und meiner Meinung nach ist das in The Crew 2 der Mitsubishi Eclipse GSX. Der kostet 317.000 und mit Crew Credits 45.300. Und man denkt jetzt so, ja, der sieht halt irgendwie lame aus, aber wenn man alle Tuning-Teile reinbaut, hat man, also 280er-Teile, hat man dann 781 PS und das ist schon krass. Jetzt können wir mal kurz schauen, wie viel PS der hat, wenn man den kauft ohne Tuning-Teile. Mach mal ganz kurz mal die anderen Teile rein und dann haben wir es gleich. Und das Coole ist, wenn man mit dem Auto voll aufgetunt, bis du durch die Lobby fahrt, da sind andere Leute, dann kann man die so heftig pranken und die denken so, jo, was ist das für ein lahmes Auto? Und dann rasiert man sie einfach, weil man so viel PS hat. Also standardmäßig ohne irgendwelche Tuning-Teile hat jetzt, wie man sieht, 210 PS. Wenn man alle einbaut, haben wir ja gerade gesehen, schon wieder vergessen. Ja, ich baue die jetzt einfach nochmal ein. Und dann werden wir jetzt gleich das eine oder andere Rennen fahren. Und mal schauen, vielleicht fahrt ja jemand rum in der Lobby, mit dem mal pranken könntet. Das wäre auf jeden Fall richtig nice, aber da müssen wir erstmal jemanden finden. So, alle Tuning-Teile wieder drin. Und man kann halt aus der Optik auch was richtig Cooles machen. So, vielleicht kennst du den Mitsubishi von Fast and Furious. Der ist dann so grün. Ich kann mal die. Wie heißt die Verzierung zeige, die wäre dann also so in etwa und da kann man halt auch noch richtig Fat Body Kit und so dran bauen. Das werde mal jetzt aber nicht machen, weil ich will hier so ein Sleeper habe. Es geht ja um das Thema und deswegen fahren wir jetzt erstmal kurz Soundcheck, sobald es geladen hat. Bin gespannt, ob es irgendwo welche Online-Spieler gibt, die man dann richtig verarschen könnte. Das wäre zu wild. So, jetzt sind wir hier schon in der Lobby. Und ihr hört Turbo-Sound am Start. Oh ja, der Turbo-Sound ist echt heftig am Start. Merkt ihr, Leute, wie das Ding zieht? Okay, fahr jetzt ein bisschen scheiße, merke ich gerade. Aber mein Lenkrad. Es liegt an meinem Lenkrad, der lässt das Lenk nach rechts. Kleiner Moment. Das ändern wir mal ganz kurz. So. So. Okay, es lenkt extrem nach rechts. Egal, mit dem muss ich jetzt leben. Yo, es ist sehr komisch, aber egal. Jo, lenkt gerade gar nicht und es lenkt übel nach rechts. Ach, egal. Ist schon extrem schnell, wie man merkt. Und ist so unscheinbar. Es könnte einfach so ein random Auto sein, wie man sieht. So. Jetzt werde ich mal das ein oder andere Rennen starten. Dafür nehme ich jetzt wieder meinen Controller einfach. So. Am besten nehmen wir mal das Rennen. Einfach mal das allererste. So. Und da werdet ihr auch sehen, dass es einfach, vor allem wenn man halt jetzt leicht spielt, gar kein Problem für das Auto ist. Bestimmt auch schwer und Ass wird easy gehen. Ist halt schon ein krasses Auto. Und sehr berühmt von wegen Fast and Furious. Falls ihr das noch nicht kennt, schaut es auch auf jeden Fall an. Fast and Furious, bester Film. So, geht's dann los. Die eine oder andere Fehlzündung ist auch am Start. So. Mal schauen, was mir hier reißen werdet.
Ihr seht, ohne Nitro. Digga. Okay, beachtet einfach nicht, wie ich hier fahre, okay? Hä, als ob man da ran kann. Ach, egal. Ewig nicht mit Controller gespielt, deswegen fahre ich hier gerade wie ein Dulli. Es liegt dann nicht am Auto, es liegt an mir. Also. Aber wie ihr seht, trotz schlechter Fahrweise, easy peasy erster. So. Also das Lenkverhalt ist jetzt nicht so das allerheftigste, wie jetzt von einem Huracan oder so, aber meiner Meinung nach ist schon ganz okay. Also hier zum Beispiel wird der Huracan jetzt viel besser rankommen, aber ich finde, es geht voll klar. Und vor allem, es ist halt einfach ein richtig nicer Sleeper. Es gibt kein besseres Sleeper als das Auto. Ich fahr jetzt mal da lang. Abkürzung. Die wird hier auch mitgenommen. Also in der Kurve muss man schon stark abbremsen, aber das Auto ist ja eher so zum Verarschen geeignet. Also andere Leute pranken. Geht mit dem Auto sehr gut. Ist auch schon mal gemacht, was ich nicht aufgenommen habe. Das war sehr lustig. Deswegen würde ich euch einfach schon mal empfehlen, das Auto zu kaufen. So. Kostet ja auch fast nichts. Easy Erster geworden. Aber ich habe jetzt auch auf leicht gespielt, aber trotzdem. Easy 15.000. Und die kommen jetzt erst ins Ziel. Also gut. Dann schauen wir mal, ob irgendjemand hier in der Lobby rumfahrt. Er hat auf falsche Knopf gedrückt. Perfekt. Mal zurück. Wenn es hier niemand gibt, dann werde ich halt einfach auch mal zeigen, wie das Auto halt aussieht, wenn man es auf Fast and Furious Style auftunt. So hat es das nämlich auch. Was macht denn Fahrer? Hä? Ich bin gerade dezent lost. Ach so, ich wollte auf die Map. So, Map. Mal schauen, ob irgendjemand rumfährt. Ja, hier wäre jemand. Und sogar hier. Lass mal zu dem. Mal schauen, ob wir den jetzt gleich richtig hops nehmen können. Schnell eine Blitzreise hingemacht. Und der ist halt schon wieder über alle Berge. Da kommen wir aber schon hinterher. Vielleicht bekommen wir sogar die Höchstgeschwindigkeit hin. Mal schauen. Ja, toll, es biegt dann natürlich ab. Das ist einfach ganz kacke. Ich glaube, hier links ist er rein. Jo, ich glaube, wir kommen dann jetzt hinterher. Die Straße, gar kein Plan, wo er lang gefahren ist. Aus dem Weg. Aber er sieht, man kann halt übel schnell auch durch die City fahren. Also geht mit dem Auto sehr gut. Jetzt aber. Hier bleibt er stehen. Oh ne, jetzt macht er ein Rennen ernsthaft. Ja, okay. Dann zeige ich euch halt ganz kurz, wie man das Auto richtig cool auftunen kann. In Fast and Furious Style. Okay, anpassen. So, als allererstes machen wir mal die Verzierung drauf. Das müsste dann eigentlich die sein. Nee. Hm. Wenn wir jetzt einfach trotzdem mal die da. Ist doch nicht genau die richtige, glaube ich, aber passt.
so aussehen. Bei Motorhaube braucht ihr nichts, also könnt ihr natürlich auch, hier gibt es viele Teile. Aber ich lasse das mal so. Da kann man vorne zum Beispiel jetzt ja, das hier dran bauen. An der Seite wird das so lassen, wenn man es auf Fast and Furious Style machen will. Dann die Fast and Furious Felge sind die hier. In der Farbe so Silber, aber Silber gibt es nicht. Die Größe wird auch lassen. So. Bremssattel, egal gerade. Dann. Oh. Die hier sehen gut aus. Dann so eine kleine Lippe unter drunter. Verbreiterung lasse ich. Dann, das ist der Fast and Furious Spoiler. Und. Ja. Nehmen wir mal das, das sieht heftig aus. Innenraum lasse ich jetzt einfach auch mal so. Aber auf jeden Fall, so in etwa sieht dann das Fast and Furious Auto aus. Fast wie original. Also jetzt nicht alle Teile, aber fast. Ja, das war's eigentlich mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne mal ein Like da und bis zum nächsten Video.